holen wir uns den Bastard. Kommandeur an 3-1, Orbit halten. Bestätigt, Kommando, in Bereitschaft. Sifter 1, Ziel Sichtkontakt. Es ist einfach unglaublich geil. Das hier passiert gerade in Call of Duty, in Call of Duty Modern Warfare 2019. Es ist einfach unglaublich geil, dass solche Missionen, die fast Milsim-Missionen sind, in den Call of Duty gezeigt werden. Da haben wir Kontakt. Der hat es nicht überlebt. So direkt absitzen und auf das erste Haus hier vorne ansetzen. Ein Feind down. Zweiter auch. Dann schmeißen wir direkt eine Flashbang rein. Ja, die hat eine Waffe gehabt. Ganz klar. Tut mir leid. Aber die hätte mich getötet, Liebes. So, hier wurden auch direkt die Personen gefesselt und festgesetzt. Und dann können wir direkt zur Einbruchstelle auf unser Hauptziel zugehen. Die Explosion einfach unglaublich geil, Leute. Das Haus, was ihr da vorne seht, das mehrstöckige, ist tatsächlich, wer Ground Branch gespielt hat, der wird es wahrscheinlich auch wissen, das Haus, wie es von Osama Bin Laden ausgesehen haben soll. Bei Operation Neptune Spear. Darauf ist das angelehnt. So, Feuer erwidert. Einer down. Wir gehen links rein. Da ist eine weggelaufen gerade. Drei unbekannt. Drei Zivilpersonen. Ich schätze mal, da ist ein, ja. Da war eine. Ich weiß jetzt auch nicht auswendig, wo die Gegner hier alle sind. Weil ich habe die Mission tatsächlich selber auch nur einmal gespielt, wo ich es damals durchgespielt habe. Und da war ich schon extrem fasziniert. Stelle den Strom. Oh, Strom abgestellt. Und jetzt geht die Party los mit den Lichtern aus. So, dann folgen wir mal Captain Price. Ja, Sir. Auch das mit den IR-Reflektoren, das ist einfach richtig, richtig gut gemacht. Und wie die Ecken im Treppenhaus aufschneiden, wie die vorgehen im Trupp, das ist wirklich gut gemacht. Und das in Call of Duty, muss ich immer mal wieder sagen. Ah, moin. Er geht, oh, Feind. Er geht einfach alleine rein. Kann man machen, muss man aber nicht. Stimmen auf jeden Fall. Ich glaube, links müsste einer sein. Ja. Gesichert. Einer tot, einer unbekannt. Und eine Zivilperson, die keine Waffe hat. So, dann gehen wir zurück. Und gehen ins nächste Stockwerk. Boah. Alter. Also die Soundkulisse ist auch geil. Wahnsinn. Boah. Gehen wir direkt einen Schuss. Ja, da schmeißen wir jetzt ein Flashbang direkt rein. Und knallen wir jetzt ordentlich weg. Okay, er ballert einfach weiter in den Boden. Was ist mit ihm falsch? Im Wandschrank müsste... Ja. Hatte ich doch recht. Im Wandschrank müsste auch einer sein. Fehlanzeige. Zielperson ist nicht... Oder eine weitere Zivilperson. So, jetzt müssen wir das Gebäude feindfrei gekämpft haben. Ja, jetzt können wir die Nachtsicht auch hoch machen. So, jetzt beginnt die Durchsuchung des Hauses. Hier im unteren Stock durchsuchen die auch die Räume. Es ist wirklich gut gemacht. Wirklich geil. Das ist eine verdammte Goldgrube. Los jetzt, los, los, werdet fertig. Oh, da steht er schon. Unser El Capitane. Ja, ich weiß, dass Captain Hauptmann auf Deutsch ist und nicht Captain. Kapitän. So. Falls irgendeiner klugscheißen will, ne? Kennt man ja. Klar kennt man ja, dass die SAS-Operator alle Arabisch sprechen. Pass auf sie auf. Teehaus, mir nach. So, jetzt hätten wir das Haus feinfrei gekämpft und das war im Prinzip auch schon der Compound Raid an sich. Und ich würde sagen, jetzt switchen wir gleich mal zur Analyse. So, jetzt haben wir die Mission gerade nochmal gespielt und jetzt kommen wir mal zur Meinung
und zur Analyse des Gameplays an sich. Ich finde persönlich, das hier ist mit die beste Mission, die es hier in einem Call of Duty gab, wenn nicht sogar die beste. Ganz dicht darauf gefolgt die House Raid Mission in London, auch in Modern Warfare 2019, die auch verdammt gut ist. Die hier finde ich aber noch einen Ticken besser, weil hier ganz viele Details mit drin sind, weil das auch leicht an Operation Neptune Spear angelehnt ist und es einfach extrem authentisch und filmreif dargestellt wird. Hier landen wir jetzt mit den Helis an und setzen direkt aufs erste Haus an und hier machen wir jetzt mal einen Cut. Wir sind jetzt hier mit einem Heli angelandet und jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, oder viele werden sich wahrscheinlich fragen, warum macht man das denn mit einem Heli? Weil in Filmen sieht man ja meistens, wenn irgendwelche Terroristen getötet werden oder böse Menschen, nenne ich sie jetzt mal, dann nähern sich Spezialeinheiten ganz leise an, wenn möglich sogar noch wie bei den Navy Seals aus dem Wasser, und die versuchen dann mit Schalldämpfern alle so leise zu töten, dass gar keiner was hört. Was natürlich Blödsinn ist, weil mit einem Schalldämpfer den Schuss hört man trotzdem und der ist doch relativ laut dennoch. Warum kommt man mit einem Heli? Das Ganze hier ist jetzt eine luftgestützte Operation, sprich das Ganze ist ein Handstreich aus der Luft. Ein Handstreich ist eine Angriffsart, die den Feind urplötzlich überrascht. Also der Feind hat kaum eine Möglichkeit, sich zur Verteidigung einzurichten, weil es einfach aus dem Nichts passiert. Die wissen davon nichts, dass jetzt einer kommt, deswegen können die auch mit einem Heli anfliegen, landen, die hören das zwar, aber das kommt so plötzlich, dass sie sich gar nicht mehr verteidigen können oder zumindest nur die minimalsten Verteidigungsmaßnahmen treffen können, also der Feind in dem Sinne, und somit halt die Special Forces Teams, in dem Fall jetzt das SAS, einfach einen richtig schnellen Zugriff machen können. Und dafür braucht man natürlich dann auch Druck 3 Geschwindigkeit, also Dynamik im Angriff. Und deswegen gehen die auch hier relativ schnell vor. So, machen wir mal weiter. Weiter im Text. So, jetzt gehen wir rein, nehmen direkt den ersten Raum. Da ist ein Feind drin. Und da kommt auch direkt der nächste aus der Tür raus. So, da schmeißen wir eine Flashbang rein, weil da kam natürlich auch Feind raus. Also schmeißen wir dann Irritationskörper rein. Und ein weiterer Feind down. Ich bin da jetzt erstmal alleine reingegangen. Ich weiß nicht, ob die gefolgt sind, weil das sieht man ja nicht, weil wir zielen ja, wir wirken ja auf den Feind, aber ich denke mal, die sind direkt mit reingegangen. Mit 3 Leuten, gerade ein Special Forces Team in so einem Raum. Ich denke mal, das reicht vollkommen. Weil die sind deutlich besser ausgebildet als Infanterieeinheiten. War ja auch eigentlich nur ein Raum mit einem darauffolgenden Raum. In den zweiten Raum wäre ich wahrscheinlich eher auch nicht alleine reingegangen. In echt. Aber gut, wir sind ja immer noch im Spiel. So, jetzt machen wir hier mal noch einen kurzen Break. Jetzt nähern die sich an das Haus an. Das Haus soll übrigens das Haus sein, was auch bei Operation Neptune Spear da gewesen sein soll. Also sprich, die Tötung von Osama Bin Laden. Darauf ist das angelehnt und darauf soll auch die Mission leicht angelehnt sein. Und das haben die wirklich gut hinbekommen. Habe ich eben schon kurz erwähnt, wer Ground Branch gespielt hat, da gibt es einmal genau diesen Compound. Der ist da einmal 1:1 nachgebaut mit diesem Haus. Und das haben die hier, denke ich mal, auch ganz gut hinbekommen. Was mich jetzt hier ein bisschen stört tatsächlich, dass die ganzen Leute, die auf das Haus zugehen, wie zum Beispiel die Linken, viele in dieselbe Richtung sichern. Okay, der eine, der sichert auf das Fenster, das ist auf jeden Fall gut. Der Typ, der da links steht, ganz links, der sichert halt auch, ich glaube, links auf die Tür, aber keiner sichert so wirklich nach oben. Also die sichern halt alle auf die Tür, aber da oben ist halt ein Balkon. Ich weiß jetzt nicht, was die Typen dahinter machen. Vielleicht liegen auch Scharfschützen irgendwo verteilt auf dem Dach. Es kann man nicht sagen, weil es ist halt einfach nicht abdeckbar und nicht einsehbar, wo hier noch irgendwelche Kräfte verteilt sind. Weil es ist halt immer noch Call of Duty, muss man an der Stelle auch mal sagen. Aber man sieht auf jeden Fall nicht, dass einer auf dem Balkon sichert, weil von da kann man ganz easy eine Handgranate runterschmeißen oder sonst was. Aber ich gehe mal davon aus, so ein SAS-Team hat auch noch Scharfschützen. Also wollen wir das jetzt mal nicht so bemängeln. Ne? Also das ist schon echt verdammt gut. So, jetzt gehen die rein und jetzt folgt quasi der Kampf durch die Tiefe, Kampf von Raum zu Raum. Und das findet jetzt hier jetzt erstmal gerade im Zweimann-Trupp statt. Der geht vor, warum er auch immer vorgeht und die Tür rechts, die da gerade war, überläuft, weiß ich nicht. Eigentlich würde man das nicht machen, aber Spezialeinheiten gehen ja bekanntlich auch ein bisschen anders vor und sind auch noch 10-mal besser ausgebildet. Dennoch bin ich mir ziemlich sicher, dass eine Spezialeinheit nicht zu zweit in einen Flur reingeht,
da bin ich mir ziemlich sicher, wo 4 verschlossene Türen sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da geht man mal mindestens mit einem 4-Mann-Trupp oder vielleicht sogar 2-Mann-Trupp rein. Also 2-Mann-Trupp pro Trupp, also sprich 4 Mann dann. Ja, dann gehen wir jetzt ins nächste Stockwerk. Gut, die Treppe ist relativ eng. Da kann man halt nicht mehr machen, als mit, 2 Mann da hochgehen hintereinander oder jetzt in dem Fall 3 Mann. Das, ja, was soll man machen? Das ist schon wirklich gut dargestellt hier. Er sichert jetzt rechts die Treppe, was auch gut ist, und Captain Price rennt da jetzt gerade einfach in diesen Raum rein. Also er stürzt ja quasi rein. Er macht die Schulter. Er benutzt die Schulter, um die Tür aufzurammen und springt quasi blind in den Raum rein. Ja, macht man jetzt nicht so. Also in der Regel hätte zuerst mal ein Breacher die Tür geöffnet. Oder er hätte vielleicht die Tür von außen erstmal geöffnet und hätte zuerst mal von draußen geguckt, was ist da drin. Er ist quasi blind in den Raum reingegangen, was man zuerst mal alleine sowieso schon mal nicht machen sollte. Und wenn man es macht, dann ist das halt ziemlich doof. Also ich denke, das, was hier gerade passiert ist, das würde das SAS so niemals machen. Aber das Ganze soll ja dynamisch, filmreif und authentisch aussehen. Also ist das schon ganz cool. Aber in echt würden die das wahrscheinlich nicht machen. Aber was richtig geil ist, sind die ER-Reflektor-Patches und generell die Ausrüstung. Die ist hier richtig gut dargestellt, muss man auch mal sagen. Und auch das Laser-Point-Schießen ist richtig gut. Also Point-Shooting ist hier richtig gut gemacht. Ja, hier gehe ich zum Beispiel auch alleine in den Raum rein, wo links noch ein Abknick ist in das Bad. In so einen Raum würde man auch nicht alleine reingehen. Da würde man erstmal den ersten Teil des Raums sichern mit 2 Mann und dann würden 2 Mann nochmal nachziehen und würden den anderen Teil sichern, weil der Raum einfach viel zu groß ist. Ja, gut. Aber das sei jetzt mal genug gesagt zur Taktik, denn jetzt geht es eigentlich genauso weiter wie eben auch. Wir gehen jetzt mit 2 Mann davor, nehmen den nächsten Raum und das war's dann. Da muss man wirklich sagen, hier wurden auf viele Details geachtet, auf die Ausrüstung, auf die Nachtsicht, wie die Leute hier vorgehen, wie hier gehandelt wird. Das ist schon alles richtig geil nachgestellt. Klar, da sind ein paar Sachen, wo wahrscheinlich erfahrene Typen sagen würden, die vielleicht mal in einer Spezialeinheit gedient haben oder selbst so Infanteristen, wo ich ja auch Erfahrung drin habe, wo man dann sagen würde, okay, das könnte man jetzt vielleicht in echt ein bisschen besser regeln. Aber es ist immer noch ein Spiel und das soll actiongeladen sein und cool aussehen. Und das haben die auf jeden Fall geschafft. Und deswegen ist das für mich mit einer der besten Missionen, die es bisher in Call of Duty gab. Generell in Call of Duty. Jetzt nicht nur in Call of Duty Modern Warfare 2019, sondern wenn ich alle Call of Duties mal zusammenzähle, haben die das wirklich richtig geil gemacht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr diese Mission auch extrem geil findet und ob ihr vielleicht auch wollt, dass genau solche Missionen, die so ein bisschen an Milsim angelegt sind, also Military Simulation oder die generell ein bisschen realitätsnah sind, mal öfters in Call of Duty passieren sollten. Das kann man natürlich größtenteils nur machen, wenn man auch wirklich so Modern Warfare Settings nimmt. Was natürlich der Großteil der Community auch will, weil wer will heutzutage noch 2. Weltkrieg sehen, weil die Spiele, die gibt es einfach en masse. Muss man halt einfach mal sagen. Schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und ciao.